alter Schwerthauer. Ey, hinterher, hinterher! Wenn du nicht die Kamera... Oh, mir wird schlecht bei der Kamera, wie du die schwingst, ey. Und dazu kommen auch die schlechten... Bitte! Du kannst dich nicht zielen! Halt doch mal die Kamera ruhig! Nur wer bist du? Los! Oh, halt, das ist ein richtiger Held, oder? Mehr Held als wir. Feuer! Schade. Eine faule Sau. Ah! Jeez! Jeez! Feuer! Feuer! Ja! Warum will der nicht kämpfen? Das ist eine Scheiße. Muss die ansetzen. Ey, wie weit rennt denn der noch? Der rennt durchs ganze Land. Los, ich habe die Teufel gesehen! Ich habe die Teufel gesehen! Wo ist er? Da! Da! Jetzt aber. Ja, das ist eine Tolkien Jagd, oder? Hm. Den kriegen wir noch, die kleine Schrift. Schieß! Schieß einfach weiter, versuch immer! Ah! Ich muss einfach wieder ein bisschen aufbauen. Ah, siehst du? Und sonst kommt niemand! Ey, eine coole Streitaxt, nimm mal mit! Ah, die Rüstung lassen wir hier, weil das ist alles leichte Rüstung. Haben wir ja doch noch einen Freund unten im Lager, oder? Ja. Wo ist das Lager? Ich weiß nicht, ob der uns vielleicht verfolgt hat in der Zeit. Rinden, der ist weg, der ist auch abgehauen. Oh Gott! Ne, was? Ständen nur im Feuer. Ist das eine Elchkuh oder was? Das ist ein Stein. Wollen wir ihn killen? Warte. Hier. Das ist eine Elchkuh oder was? Ne, ach, ein Baumstumpf. Stumpf. Sieht aus, jetzt sieht aus wie so ein Argonio eigentlich. Wie ein Idiot. Sieht der aus. Wie immer. Jetzt schlagen wir uns aber nur. Nee. 12 Stunden. Ach, ja, 12 reichen diesmal. Ach nee, wir stehen morgen früh wieder auf. Ich glaube, dann müssen wir doch noch ein bisschen länger schlafen, weil wir stehen mitten in der Nacht auf. Quatsch. Da liegen mitten in der Nacht. 7:30. Das verbessern wir auf jeden Fall. Ja, irgendwas haben wir viele Punkte. Ja. Okay. Persönlichkeit noch ein bisschen, damit uns die Leute. Nee, nimm Stärke oder sowas. Persönlichkeit. Stärke gleich die Rüstung auf die Frage. Stärke? Ja, voll, Stärke immer eben nicht. Na gut, dann nochmal Willenskraft. Willenskraft! Magierischen gehen. Weil wir schießen öfters mal, also mit Zaubern und. Zusammen, wir gehen mal besuchen mal die 10 Ortschaft da unten. Er kommt bei Nacht und Nebel! Es ist der alte Milchknetschknebel. Was? Hey! Hey! Guck mal hier draußen. Hallo? Guck mal, hier wohnt jemand. Der Fürst Ruckdun. Hier, geh nach mir in die Stallungen rein, oder? Also in das kleine Bauernhaus da drüben. Bediensteten. Bediensteten im Quartier. Wer wohnt? Wenn ja, sind sie bald tot. Bringen wir es um. Töten sie im Schlaf. Es gab doch keine Bediensteten. Egal, los! Ey, da können wir so viel Milch machen. Oh, da ist schon das Milch. Da! Da! Da oben! In der Schale! In der Schale ist Käse! Und da oben! Oh, jetzt gehen wir mal rüber zum Fürsten. Da! Biografie von Bergenzian von Stern, Gambo. Kaiserlicher Schreiber, gegen Ende der zweiten Ära wurde den Herrscherin des Königreichs Ramfeste, der heutige kaiserliche Provinz Morwind, ein Mädchen Bergenzian geboren. Sie wurde bis zum Alter von 5 Jahren in allen im Luxus und in der Sicherheit aufgezogen. Denn ein Blablabla fegt euch ins Knie, Bumm! Was ist das Mädchen?
Deswegen ist das Buch der wahre Berenzia. Ja. Fertig. Das war der erste Schwuchtel hier, die damals halt hier, ne? Das kannst du vorlesen, das hat nicht viele Seiten. Geschichte ist kein Reis, das kannst du vorlesen. Wer hat nur 10 Seiten? Eine kurze Geschichte. Das ist die Geschichte des Reiches, was hast du erwartet? Und weiter geht's, los, hoch. Auf den Waffel wegstecken hier, oder irgendwie. Lass mal das Waffeleisen wegstecken. Waffeln! 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 Nein, Patronen besitzen mehr Waffeln als alle anderen. Mehr Waffeln? Ey, da kommt der Anker an, der ruckt uns. Ihr solltet jetzt gehen. Ey, uns vertreibt doch niemand aus unserem Anwesen. Was wir gefunden haben. Den kann man leider nicht töten. Jump, auf den Tisch, los, cool. Warte. Ja, lauf! Nee. Das kann man ausrauben. Ja. Der ist sowieso unsterblich. Von daher. Okay. Ja, das will ich auch schaffen. Laufen. Die Erdbeeren! Ey, sonst haben wir gar nicht. Ey, Silberklümpe! Komm mal mitnehmen! Alles mitnehmen! Das ist ein Silberbaden. Nee. Silber. Eisenstiefel könnte man eigentlich mal mitnehmen. Was haben wir glaube ich noch gar nicht. Schlag, das Schlag gewohnt mit dem. Au! Er ist noch zurückgekommen. Mit dem Freund. Ey, ist das nicht der eine Kunde aus dem Lager da oben? Könnte sein, ja. Ey, geil, der hat sich den zur Unterstützung geholt. Komm hinterher, den jagt man wie seine Freundin. Und seine schwulen Kameraden. Seine Weggefährten. Wo ist er? Da läuft er. So sieht man sich wieder, gell? Das Eisenschwert könnte man mitnehmen und den Rest lassen wir lieber hier mal. Weil wir brauchen schon rein. Ja komm, nimm das Schwert noch mit und dann gehen wir rein. Plündern wir noch aus jetzt. Bevor er wieder aufsteht, hier der kleine Schwuchtel da oben. Oh, das ist die feige Sau zur Unterstützung, ey. Kaum ist aus Natsuki gibt er. Ha! Bei den Göttern! Ein Wahnsinniger ist auf freiem Fuß! Leg dich wieder hin! Geht doch. Dann, ach, das ist am wahrscheinlich gut, ne? Ja, klar. Ja, gut, weiter. Nehmen wir die Bilder mit? Nee, die sind hässlich. Ach. Alles! Edelmanns Outfit! Schnell, hier ist ein Räuber! Wie, führst du den Ruckputz? Das Schuhwrack, da. Oh, jetzt muss ich starten. Komm, lass es laufen. Das ist eine fette Kuh, ey. Ha! Nirgendwurz! Und ein Buch. Das rote Buch der Rätsel, ey, das nehmen wir mit. Gut, das nehmen wir hier nicht. Wissen schon, was ich mit. Ja, nimm's mit. Nimm's mit einfach. Nimm alles mit. Das ist aggressive Musik hier. Ein riesiges Anwesen, ne? Ja, es ist. Ach nee, ich nehme lieber mit. Oder komm, nimm alles mit. Können wir uns ein paar neue Outfits zusammenstellen. Ein Zinnkrug? Ach ne, ein Zinnkrug nicht. Zinnkrug nicht. Naja. Okay, immer wieder, würde ich meinen. Komm, ich bin da rum. Ich würde sagen, wir suchen uns draußen. Ey, da ist ja noch eine Kiste. Ich würde sagen, können wir noch ein bisschen was draußen mixen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Sachen gefunden. So, hilf mir doch einer, kommt schnell! Wir gehen hier die Treppe, die da links hinter der Maus hochgeht. Schüssel entfernt? Tomaten entfernt? Wir haben uns das weggenommen! Komm, du Assi! Ach, dann lassen. Dafür vergewaltigen wir seine Frau jetzt nicht. Da liegt sie. Das ist seine Tochter, glaube ich. Was gibt's?